Guten Morgen. Ja, ich muss gleich noch los und danke Hals. Deswegen sitzen wir hier und wollen uns mal ein bisschen herrichten. Ich habe mir so ein Kistchen gepackt, das wollte ich gestern eigentlich schon machen. Aber ich habe das auf Instagram erzählt. Das ist ja immer so die direkteste Leitung zur Außenwelt. Ich war am Sonntagabend kurz bei einer Freundin, also was heißt kurz, ne? Halt auf ein Glas Wein. Und habe ihr welche von den Paletten vorbeigebracht, die ich halt doppelt habe. Und ja, war auch ein sehr netter Abend. Und dann komme ich nach Hause und das Kätzchen sitzt da auf der Bettkante, mau, 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 Abendessen und hier überall Blut. Und ich bin natürlich völlig ausgerastet. Ich bin sofort Zeug geholt, ihr das sauber gemacht und sie so, lass mich in Ruhe. Es geht hier um Abendessen. Was machst du denn da? Da hatte sie sich wohl beim Kratzen über die Stelle, wo der Tumor so gegen die Haut drückt, gekratzt. Und die Haut ist dann natürlich relativ dünn und auf Spannung. Und naja, das hat dann halt geblutet. Ich bin halt völlig ausgeflippt und habe mich halt auch tierisch erschrocken. Und deswegen kam halt auch gestern kein Video. Ich habe mich einfach nur um diese Katze gekringelt. Stellte sich heraus, so schlimm ist es nicht. Es ist halt jetzt auch wieder, also es ist getrocknet, es ist zugekrustet. Da hat sich jetzt nicht groß was getan. Es war im Grunde genommen nur ein Kratzer. Hey, auch drauf verzichten kann, ne? Blöde Kuh. So, ich möchte heute, weil wir ja auch nicht unendlich Zeit haben, mich mit der kleinen Smashbox plus Vlada Palette einmal schminken. Und ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Ja, hier sind zwei matte Töne drin, der hellste und der dunkelste. Also der dunkelste ist Coffee Blossom und das hier ist Nude Rose. Und dann gucken wir doch mal, was dabei links kommt. Ich nehme jetzt den guten Bistopé. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man das eigentlich ausspricht. Also da steht Nude Rose. Ich finde den nicht sehr rosé. Ich finde den sehr beige. Weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Also das ist gut. Wenn man jetzt ganz viele Beige-Töne nebeneinander legt, dann hat der hier wahrscheinlich einen Rosé-Stich. Ich habe jetzt die Base gar nicht gesettet, ne? Naja. Muss das halt mal so gehen. Ja, wie gesagt, so sonderlich rosé finde ich den nicht. Naja, das war die Katze gestern. Dann ist ja, also heute Morgen wurde hier fast schon herumgaloppiert, was sie eigentlich gar nicht mehr kann, aber hat sie gemacht. in die Dusche und ich sollte da Wasser reinkippen und dann hat sie da Atlantis gespielt und dann wieder zack ins Zimmer und mehr vergessen. Also sie hat da jetzt drei Sorten Nassfutter stehen, ne? Also nur damit ihr wisst, hier werden keine Kosten und Mühen gescheut, damit das Tier frisst. Denn nicht fressen wäre jetzt tödlich. Auf die Idee kommt sie aber übrigens auch nicht, ne? Also nicht fressen, das war, als ihr Magen so ein bisschen hin war, aber sonst ist Fressen hier eigentlich ganz gut. Freue ich mich auch drüber. Naja, auf jeden Fall. Ja, kam dann gestern noch mein Kumpel vorbei, der Ärmste ist erkältet, wir sind noch nicht essen gegangen. Ihm ging es nicht gut. Mache ich den jetzt auch noch an unteren Wimpernkranz? Ah, ich sehe gerade, das hier ist mehr so das kupfrige, warme Abteil und das hier das kühlere Rosé-Abteil. Ja, spannend. Und hier haben wir dann halt auch noch zwei so, ja okay, hier ist mehr rosa, hier ist mehr beige Kupfer. Na, mal gucken. Genau, und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mal was ausprobieren, was Franka immer macht. Und zwar nimmt sie sich von Lacura den braunen Kajalstift. Ich habe jetzt Earth gekauft, es gab viele Augenbrauenstifte. Ich musste ganz schön in diesem Aufsteller wühlen, bis ich da überhaupt irgendwas gefunden habe. Und es gab halt einen schwarzen und einen braunen Kajalstift, dann gab es ein paar Augenbrauenstifte und ja, man kriegt einen Anspitzer dazu und das Ganze ist in der Pappschachtel, also das kommt nicht einfach nur so. Und wir probieren jetzt mal ein bisschen Kajalstift aus und ich weiß halt nicht, ob ich dann mit dem Lidschatten da drüber gehe, ich weiß nicht, wie deckend die sind, ob ich dann nochmal, wir machen jetzt hier einfach mal,
weil das bei ihr echt immer super easy, aber trotzdem elaboriert aussieht. Und deswegen probieren wir das jetzt auch mal. Und sie macht dann da einfach einen Lidschatten drüber oder, also das ist wirklich ihr, wie soll ich sagen, ihr liebstes Spielzeug, mit dem macht sie halt ganz viel. So, jetzt haben wir hier einen Smudger. Und von Zoeva auch einen Smudger. Also der hier ist von Leni Brushes, der hier ist von Zoeva. Das ist Zoeva. Der sieht ein bisschen, also der von Zoeva sieht fester aus und der hier weicher. Wir gucken jetzt mal, was besser funktioniert. Ich nehme jetzt erstmal den von Zoeva. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie viel Zeit wir hier mit ihm haben. Okay, der sitzt schon fast. Das kommt davon, wenn man so viel quatscht. Zurück zum Auto. Alles Themen, die hier wichtig sind beim Unfug-Rundfunk. Katzen und Autos. Oh, guck mal, jetzt habe ich mir sogar einen kleinen Wing gezogen. Naja, mal gucken, wie das aussieht. Wir haben dann einen Laptop an Alfred angeschlossen. Alfred ist zwar alt, aber er gehört schon zu der Generation, die mit Computern reden kann. Sag mal, das Ding sitzt aber... Also wenn der mal sitzt, ne, dann ist das so. Ich lasse das jetzt erstmal so, mache auf der anderen Seite weiter. Und es stellte sich tatsächlich das raus, was mein Kumpel schon befürchtet hatte, beziehungsweise angenommen hatte. Alfred hat ja 4 Zylinder, ne? Und der Zylinder Nummer 4, die Werte, die stimmen nicht. Also der läuft, also um es zusammenzufassen, mein Auto läuft nicht rund. Er läuft nicht auf 3 Pötten, das ist das, was ein anderer Kumpel befürchtet hatte. Also dann wäre dieser eine Zylinder sozusagen sofort komplett ausgefallen. Das ist nicht der Fall. Aber er läuft auf jeden Fall nicht rund. So, jetzt kann man, weil er die meiste Zeit noch innerhalb der Skala ist, also er läuft nicht rund, aber er ist noch innerhalb der Skala, ne? Gibt ja immer so Richtwerte. Also man kann ihn noch fahren, aber manchmal bricht er aus dieser Skala halt auch aus. Und das ist nicht schön. Das kannst du also in meiner Welt macht man das auf Dauer nicht mit einem Auto, mit dem man jetzt noch ein paar Jahre verbringen möchte. Insofern wird sich Herr Unfug nochmal unter die Motorhaube klemmen und gucken, woher das kommt, beziehungsweise das neue Teil, was wir haben, nochmal aus- und einbauen. Das wird eine Riesensauerei, also arbeitstechnisch. Aber dann hoffen wir, dass er nirgendwo mehr Luft zieht. Wir nehmen an, dass er Luft zieht und deswegen nicht richtig läuft. Und ja, dann gucken wir mal. So, also das war easy. Der hat eine ganz eigene Konsistenz, dieser Kajal. Also ich weiß gar nicht, womit ich den vergleichen kann. Es gibt ein paar von Urban Decay, die sich ähnlich benehmen. Also die lassen sich mega easy auftragen und dann fangen die aber an, sich hinzusetzen. Und man hat nur so eine begrenzte Zeit. Also mal gucken. Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt wenigstens, was mein Auto hat. Das war ja vorher überhaupt nicht klar. Also nicht so richtig, also nur Ideen und Theorien. Also von Masse, Schwung, Rad bis, ne? Zum Glück nicht, aber, also das wäre scheiße, das ist fast schon Getriebehörden, ne? Naja. Wir sind dran. So, dann muss ich heute bei der Arbeit, also ich bin früher da und helfe noch was aufbauen und so, und dann muss ich da auch noch ein paar Sachen klären, weil da irgendwelche Aufgabenverteilungen nicht so gelaufen sind, wie ich das erwartet habe, und meine Erwartungen sind nicht unrealistisch, also das heißt, da ist definitiv Klärungsbedarf. Nichts Schlimmes, ne? Keiner tut mir was. So, bis jetzt. Aber ja, Dinge müssen getan werden und das könnte man jetzt fast schon so lassen, ne? Also man müsste hier noch ein bisschen aufräumen und hier noch so ein bisschen aufräumen, aber so an sich gefällt mir das schon mal ganz gut. Ich intensiviere ihn hier nochmal so ein bisschen.
So habe ich das auch zu YouTube-Anfangszeiten, meine ich, mal gelernt. Also du trägst ihn auf, dann verwischst du ihn ein bisschen und dann wird nochmal nachintensiviert, sodass halt keine dicke Linie entsteht, sondern, also nicht nur, sondern halt so, dass der Übergang so ein ganz bisschen rauchig ist. Und, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der sitzt, ne, das ist, der lässt sich jetzt vom Wattestäbchen auch nur so mäßig beeindrucken. Finde ich ja gut, also das heißt ja vielleicht, dass er hält. Und jetzt mache ich mir den Lidschatten weiter. Ja. Hier ist was los. Ja. Welchen nehme ich denn jetzt? Auf zu hell habe ich keinen Bock. Oh, der hier ist sehr viel heller, finde ich, als er aussieht. Das ist Fresh Stem. Also frischer Stiel. So ist, naja, sieht sehr schön aus. Ist mir aber zu hell. Ich liebäugel mit ihm hier. Das ist XO Flada. Das ist der hier. Und ich liebäugle mit ihm hier. Das ist... Moment, das hier ist... ja, genau. Und bei dem, weil... also diese Bezeichnung hinten drauf finde ich ein bisschen... Also der hier ist mir fast schon zu kupfrig für heute. Ich glaube, ich möchte den hier. Also das da. Das ist alles nicht so einfach. Mir hat letztens jemand geschrieben, du vergisst das manchmal so ein bisschen in die Kamera zu zeigen oder dann beugst du dich so vor. Also hier ist mein Tisch vor mir und wenn da Sachen drauf liegen und ich da halt näher rangehen muss, um sie mir genau anzugucken, weil ich zum Beispiel Brillenträger bin und manchmal morgens nicht so gut gucken kann, das ist hier keine ausgearbeitete Performance. Das wissen wir ja nun auch alle, ne? Also ich meine, da erzähle ich ja nichts Neues. Und ich... versinke auch so ein bisschen in diesem Prozess. Also das hier ist ja nun auch für mich. Also ich achte dann auf manche Sachen nicht so. Und natürlich kann ich das zur Kenntnis nehmen und dann mal versuchen, also nicht nur so da zu sitzen. Aber wenn hier was liegt und ich dann so, was bist du denn? Und ich kenne dich noch gar nicht und so. Das liegt einfach an einer gewissen Art von Flow, die dann passiert. Und dann achte ich da nicht mehr so drauf. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme jetzt ihn hier. Das ist eine super schöne Farbe. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr. Hui! Ein bisschen mehr Produkt auftragen. Ja, das hat geklappt. Das ist ein ganz zauberhaftes Quattro und am besten finde ich, dass er irgendwann von alleine wieder zugeht. Also durch die minimalste Erschütterung schließt er sich halt eher, als dass er aufgeht. Das finden wir gut, damit können wir arbeiten. Ja. Man sieht noch ein bisschen was von dem Kram, den ich im Wimpernkranz gemacht habe. Das ist natürlich auch was Gutes. Aber er hat sich da so ein bisschen rübergelegt und jetzt haben wir da nur so eine leichte Definition. Finde ich nicht schlecht. Also... der ganz große Lidstrichträger bin ich ja nicht. Was mit Sicherheit auch was mit Faulheit zu tun hat. Aber das hier war jetzt... da kann nicht so viel schief gehen, das gefällt mir. Hier sieht man ihn noch ein bisschen mehr, ne? Da habe ich irgendwie noch ein bisschen Lidschatten. Bin ich nicht so ganz nah an den Wimpernkranz rangegangen. Jetzt ist ausgeglichen, da habe ich so das Gefühl. Wimpern sehen halt auch nie gleich aus, also wir arbeiten hier ja nun mal mit nicht ganz symmetrischen Gegebenheiten.
Ne, so finde ich das aber ganz gut. Ja, sehr schick. So, und am unteren Wimpernkranz möchte ich auch noch ein bisschen was machen. Wo ist mein... Hier. So, ein nützliches kleines Scheißerchen. So, und am unteren Wimpernkranz... Also, wie warm der aussieht, ich finde, hier ist er gar nicht so warm. Aber auf meinen Augen sieht er also wirklich sehr rosig, sehr peachy, T-Rose Metallic aus. Also es ist ein schönes Finish auf jeden Fall. In den Innenwinkel gehen wir jetzt auf jeden Fall mit Opal Rose. Das ist der hier. Dann gucken wir doch mal, was da passiert. Ja, liegt jetzt an meiner Belichtungssituation, dass ihr vielleicht nicht ganz so viel sehen könnt. Sehr pink. Das ist ein bisschen abgefahren, wie pink der ist. Ich gehe mit dem anderen mal drüber. Das ist Fresh Stem. Oh ja, das klappt besser. Also ich meine, jetzt ist natürlich auch doppelt so viel Produkt da. Aber ich glaube, das taugt bei mir persönlich dann doch eher. So, jetzt noch unterer Wimpernkranz. Ich nehme mal ein bisschen was von ihm hier. Das müsste Rose Quartz sein. Die sind halt genau... Also hier steht Coffee Blossom und das ist ja nun eindeutig er hier. Und hier steht Nude Rose und das ist ja nun eher er hier. Also ist ein bisschen schräg. So, ich mache mal hier vorne und gehe dann ein bisschen in den Kajal rein. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ich meine, dieses dunkle, kühle Braun in Sachen Kajal passt natürlich jetzt auch hervorragend hierzu. Also ihn mag ich richtig gerne. Das habt ihr jetzt gemerkt, denke ich. Wir danken dem Sponsor. So. Und dann lassen wir die Augen mal ihre so sein, wie sie wollen. Ich habe heute Morgen in meinem Tran so ein ganz bisschen was von der W7 Princess Potion aufgetragen. Aber irgendwie ist das auch schon fast wieder weg. Eigentlich wollte ich den hier ausprobieren. Bei Rossmann gibt es diese Woche nämlich 30% auf, huch, noch zu, auf Make-up, Puder, Rouge etc. Und Lippenkram, also Basis und Lippe sozusagen. Und der ist getönt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, mal gucken. Aber ich glaube, der wird durchsichtig. Und der Primer fiel auch darunter. Also da steht auf den Schildern nicht Primer, aber als sie das dann über die Kasse gezogen hat, probeweise, gab es da den reduzierten Preis. Also sonst kostet der irgendwie 5,99 oder 95 oder so. Und jetzt kostet er 4,16 €. Ja, 4,16 €, so ein ganz schräger Preis auf jeden Fall. Naja, kann man mal machen und ich hatte den schon ewig irgendwie auf dem Schirm und mehr als 30% reduziert werde ich ihn ja nicht kriegen. Insofern habe ich gedacht, ist das der richtige Zeitpunkt? Und Frau L. Angelo sagt ja einfach, dass das der Beste ist. Sie hat auch eine trockene Haut. Sie ist genau 10 Jahre jünger als ich. Also insofern gucken wir mal. Aber der soll ja einfach ganz viel können. Also dass die UV, den UV-Schutz, naja, aber nett. Blurs, Imperfections, bla bla bla. Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, finde ich alles gut. Wir probieren das aus. Er riecht nur ein ganz bisschen. Nicht, also ich, da schlägt einem jetzt nicht die Parfumkeule ins Gesicht. Finde ich ja ganz gut. Und ja, also Glow wegnehmen tut er nicht.
Das ist ja auch schon mal ganz gut. So, und jetzt nehmen wir ihn hier. Ich habe gestern noch zwei ergattert. Einer ist in Vorrat gewandert, damit ich halt einen unberührten auf Reserve habe sozusagen. Und der andere wird dann hier so mit in die Routine einfließen. Dann habe ich davon zwei. Weil ich, also für 3 Euro lasse ich den nicht liegen. Ne? Das, klar muss man immer nach Prioritäten setzen und mal ein bisschen gucken. Aber für 3 Euro, das kann auch ich. So. Ne? Wir nehmen die gute zu Eva. Die haben wir ja nun schon ein paar Tage nicht gesehen. Ich habe mir jetzt einen Pumphub darauf gemacht und ich meine, dass das also mehr als ausgereicht hat. Also das ist jetzt ein halber Pumphub, nicht mal, den ich genommen habe. Und ihr seht ja, die Farbe von dieser Foundation ist so schön. Ich bin damit so zufrieden. Huch! Okay, also ein Pinselhaar geht euch schon nochmal verlustig. Aber das finde ich nicht so schlimm. Und ich finde, durch diese eigentlich ja relativ merkwürdige Form mit dem, mit diesen Ecken hier, praktisch den Oberseiten vom Herzchen, komme ich perfekt unter das Auge. Das wird nicht bei jedem so sein, weil wir ja nun mal einfach alle unterschiedliche Gesichter haben. Aber ich glaube, das war schon fast zu viel. Das hatten wir schon mal, ne? Dass ich einen Pumphub von Azuela mit diesem Pinsel genommen habe und dann gedacht habe, huch, das ist ja ordentlich, ne? Na gut, Hauptsache das Rot ist weg. Wir wollen das nicht. Ach ja, ist das schön. So. Ein gesauter Handrücken, ein gesauter Pinsel. Mir schrieb jemand, dass, also sie hatte die auch gekauft oder einen davon oder zwei, ich weiß gar nicht so genau. Und sie sagte, ja, finde ich besser als mein It Cosmetics. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe den, Catrice, ne? Ich habe den It Cosmetics nicht. Das heißt, ich kann euch da, sag mal, das war viel zu viel. Was mache ich denn hier? Das ist der morgendliche Tran anscheinend. Oh. Nicht auf die dunkle Hose. Please. Also ich kann natürlich zu dem Vergleich nicht viel sagen, weil ich den Cosmetics nicht habe und auch nicht bekommen werde, so ohne weiteres. Also ich müsste den ja online bestellen oder über Douglas oder so. Und das, ich brauche das, glaube ich, nicht. Also jetzt, wo ich den habe und der auch irgendwie die zu Eva Buffer Pinsel für mich entdeckt habe, werde ich den nicht brauchen. Hier ist definitiv noch Leben in der Haut. Ich finde fast, dass sie zu Eva ein bisschen dick aussieht. Aber das kann sich natürlich auch noch geben, wenn sie sich erstmal ein bisschen hingesetzt hat. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir sind nicht so schlecht in der Zeit. Allerdings muss ich mir noch mein Brot machen. Ja, ja, ja. Das ist schon ziemlich hübsch, dieses Augen-Make-up. Also im Sinne von klassisch hübsch. Kann, glaube ich, jeder bedenkenlos durch die Gegend tragen und zufrieden sein.
Sehr schön. Also diese kleine Palette ist wirklich, ist schon meins. So, und jetzt möchte ich gerne von Elf das Duo in Fiji benutzen. Das ist ja Fisks. Okay, ich schmeiß ihn weg, ich komme nicht zurecht. Das ist ja Bronzer und Rouge. Und ich meine, dass das relativ bekannt war. So. Bisschen an der Hand abgeklopft und dann fangen wir mal mit dem Bronzer an. Ich denke, das kann ich machen. Bei mir ist immer wichtig, dass ich vor einem Bronzer keine Angst kriege, dann benutze ich ihn morgens nicht. Und Angst, mit Angst meine ich, dass ich so mega aufpassen muss, dass ich keine braunen Flecken mehr ins Gesicht tupfe. Und das passiert halt gerade Anfang März, im Februar. Passiert das halt ganz gerne mal, ne? So. Das ist okay, das ist hübsch, das ist nicht verkehrt. Jetzt nehmen wir mal das Rouge, was dazu gehört. Da habe ich ein bisschen mehr Respekt, weil ich glaube, dass er definitiv was kann. Ich tupfe ihn auch nochmal. Sag mal, seid ihr lose hier drin? Hm, hoffentlich nicht. Ich glaube, ihr seht jetzt nicht so viel, aber ich sehe ihn auf jeden Fall. Doch, ich glaube, ihr könnt ihn auch sehen. Das ist über das Display jetzt natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist cool, das funktioniert, ohne dass ich viel nachdenken muss. Wir mögen das. So, jetzt haben wir ja noch den von Essence, den Precise Face Brush aus dieser Pinsel LE mit diesem Design hier. Und This Is For You von Colourpop. Das ist eine Highlighter-Palette mit Morning After, Glad You Came, Bigger and Better. Und ich denke, wir fangen mal ganz gemütlich mit dem mittleren Ton an. Das ist der hellste auch. Wobei er hier natürlich auch sehr gut passen würde. Der ist nämlich so ein bisschen peachy. Hm. Wie bist du so drauf? Also die sind alle drei wunderschön, ne? Ich habe sie jetzt in komischer Reihenfolge geswatcht, aber schön sind die alle. Ich fange mal mit dem hellsten an. Und dann arbeiten wir uns vielleicht ein bisschen weiter. Also wenn ich den nochmal sehe, ich kann mich nicht daran erinnern, was der gekostet hat, aber den finde ich auch richtig gut. Weil ich ja so ein Auftragen- und Polieren-Typ bin. Aber er darf dann nicht zu viel Widerstand haben, sonst... zerstöre ich mir das Make-up. Er muss aber eine bestimmte Fläche bedecken. Er darf aber nicht zu groß sein. Also ich habe so ganz merkwürdige Anforderungen, glaube ich, an so einen Highlighter-Pinsel. Aber also schön sieht das aus. Ne? Ich will ja den eingecremte Wangen-Effekt und nicht den gezielten Highlighter, den präzisen. Da bin ich nicht so der Typ für. Das hat keinen Zweck, das mag ich nicht. Aber ich tue es trotzdem aus Reflex. Ja, aber das ist doch... wo kann ich doch rausgehen? Das finde ich hübsch. Super, super. Sehr schön. Jetzt möchte ich noch einmal kurz, bevor wir mit dem Setting Spray reingehen, mit diesem Banana Face Pearls Face Perfector von 183 Tage später darüber gehen. Der hat Glitzer, ich bin jetzt ein bisschen, aber ich möchte es halt einfach ausprobieren.
Welchen Pinsel nehme ich denn dafür? Ich nehme von Sueva den 106 Power. Der dürfte von der Größe her auch ganz gut passen. So, dann gehe ich hier mal rein. Bitte ohne irgendwelche Perlen durch die Gegend zu schießen. Das würde mich heute Morgen jetzt einfach nur überfordern. Kommt was bei längs. Ich werde im Deckelchen ein bisschen abtupfen. Und dann gucken wir nochmal, ob das so ganz leicht illuminierend ist. Ich meine, gut, mit dem Highlighter kann man jetzt nicht mithalten, aber ja, ich glaube, den probiere ich nochmal alleine. Der kann jetzt mit den anderen Jungs nicht so richtig mithalten. Mir springen jetzt aber spontan keine fiesen Glitterpartikel ins Gesicht. Also ich weiß ja nicht, ob ihr was sehen könnt, aber ich kann eigentlich nichts sehen. Das ist ja was Gutes, nicht wahr? So. Auch sehr schön. Prima, prima. Dann machen wir jetzt mal eine Runde Fixing Spray. Und dann muss ich mir auch gleich mal ganz fix mein Brot machen. Ach, das ist so schön kalt im Gesicht. Ich habe wieder viel zu viel genommen, aber... So, muss ich jetzt ein bisschen die größeren Tropfen mal eben aufsammeln. Ja, aber das ist schick. Ich glaube, wenn ich die Produkte gekannt hätte, wäre ich noch schneller gewesen. Ich war jetzt heute ein bisschen langsam. Und jetzt habe ich hier zwei Lippen, Jungs. Zwei Manhattan Stay Satin Liquid Lip Color. Einmal in Rebellious und einmal in Love. Und ich glaube, dass Rebellious, dieser bierige, besser passt. Machen wir den doch gleich mal drauf. Aber vorher bürsten wir nochmal die Wimpern durch. Weil die heute, also ich weiß nicht, woran das liegt. An manchen Tagen klappt es besser, an manchen nicht so. Ich finde, heute haben die ganz schön Puderzeug eingesammelt. Sind nicht mehr so schwarz, wie ich gerne hätte. Also ich sehe einen Unterschied, ich weiß nicht, ob das übertragen wird in den Äther. So. Das ist hier auch Premiere. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber den habe ich noch gar nicht benutzt. Ich spüre ein Katzenhaar. Kleinen Moment. Komm schon, du Schweinchen, wo bist du? Hier ist ein schwarzer Fussel, ist auch toll. Ich kann dich fühlen, wo bist du? Da, hab ihn. Ha! So langsam habe ich den Dreh raus.
So, fertig ist der 20er Jahre, Lukas. Passiert immer, wenn ich eine dunkle Lippe drauf mache. Also gerade zu dieser Jahreszeit. In den 20ern hat man keinen Highlighter getragen. Ne? So, und jetzt mache ich nochmal immer. Da ist was gelandet. So, der wird jetzt runtertrocknen. Zu so einem seidig matten Finish. Tatsächlich kommt das auch hin. Ich muss den unbedingt mitnehmen, denn so wird das ja nicht bleiben. Aber ich würde sagen, ich bin fertig. Ich habe hier noch ein, zwei Sachen liegen, die ich... Ich habe hier von MAC noch diesen Dazzle Liner. Siehst du wohl. Er hat keine Farbbezeichnung, insofern weiß ich das jetzt nicht so genau. Aber den mache ich mir jetzt noch hier ein bisschen hin, weil ich es kann. Da kommt auch ganz gut was bei längs. Die Farbe ist sehr schön, das ist Gold mit einem rosa Stich. Deswegen habe ich den auch dazu gepackt, weil ich fand, dass die hier irgendwie auch relativ artverwandt waren. So, der Abendlook ist fertig, ich gehe mal ins Büro. Typisch. Er trocknet jetzt an, ne? Sieht man. Tolle Farbe. Gut. Ich wollte gerade schon Licht ausmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.